Was geht hier eigentlich ab in Dortmund? Absolut geniale Idee. Muss man erstmal spontan drauf kommen, so eine Aktion abzuziehen. Das war auch so ein Ding. Also, da waren fast jeden Tag 100 Leute im Garten. Und dann haben wir zusammen das Iglu gehuldigt. Also, der Vater von Matze war erst nicht so begeistert, aber mit so ein paar BVB-Songs haben wir das Ganze dann wieder rausgerissen. Der Retter ist da, Jungs. Welcher Retter? Der Retter, der das Iglu bis zur Meisterschaftsfeier einfriert. Mensch, boah, da muss vielleicht erschrocken. Also, ich hätte ja nicht gedacht, dass der Charlie wirklich auch so ein BVB-Verrückter ist, dass der uns da mit in der Nacht am Iglu besucht. Also, das war auch noch eine witzige Nacht. Jetzt geht's ihm an den Kragen. Ja, wir müssen es ja kurzzeitig ein bisschen abdekorieren, ne? Aber ich hoffe nicht für lang. Ich hoffe nicht für lang. Und dass es dann auch wieder in seiner ganzen Pracht bei der Meisterfeier dann vor uns stehen wird, ne? Da habe ich auch gedacht, uns fällt da gleich so ein riesen Eisklotz irgendwie auf den Kopf. Da muss ja keiner jetzt den Kopf abgesägt werden. Oh Gott, wenn ich das so sehe, also, da kriege ich jetzt noch Angst. Wir haben eine riesen Panik gehabt, dass die ganze Aktion im Bach runtergeht und irgendwie das Seil reißt und das Iglu runterfliegt und alle Träume im Bach untergehen. Nee, aber das hat ja alles wunderbar geklappt und dann haben wir eine riesen Sause in der Stadt gemacht mit dem Iglu. Mensch, war das eine geile Atmosphäre unter den Fans. Also, man merkt das einfach. Wenn das Team von der Mannschaft so geil ist, das überträgt sich auch auf die Zuschauer. Da ist also das Dortmunder Publikum nochmal 800 Klassen geiler. Also, wenn ich mich so an früher erinnere, das war ja schon immer geil, egal wo wir gespielt haben, ob wir auf den untersten Plätzen waren. Aber jetzt passt die Mannschaft, der Tabellenplatz stimmt. Also, das ist richtig geil. Thank you. Mir guckt